Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario 64 Beyond the Cursed Mirror. Ich habe mir heute mal das wunderschöne Luigi-Outfit angezogen. Und wir werden uns heute um diese Welt hier kümmern, Freunde. Und das ist, glaube ich, Jurassic Savanne. So sieht's aus. Und die wollen wir heute, soweit es uns möglich ist, vervollständigen. Das ist das Ziel. Und die erste Mission heißt die 5 Yoshi-Münzen. Und die Mission, die kenne ich sogar noch, Freunde. Da weiß ich schon recht grob, was hier zu tun ist. Und was das Geile an dieser Welt ist, Guys. Die Musik. Die klingt jetzt noch, sag ich mal, recht in Anführungszeichen normal. Aber die wird gleich so geil klingen. So, und hier ist nämlich noch was so geil ist. Oh mein Gott, habe ich wieder Bock. So, aber hört auf die Mucke. Okay, noch nicht. Da kommt also ein richtig epischer Tune. Wartet. Da! Das klingt so geil. Das ist so episch. Yeah. Ich liebe meinen Job. Oh yeah. Ich kann Mario 64 mit euch teilen. Okay, Entschuldigung. Ich habe mich etwas mitreißen lassen. Yes. So, das brauche ich, sonst ist hier aber nichts mehr, alles klar. Ja, aber wie ihr schon gesehen habt, es gibt hier einfach freaking Yoshi. Der Meister ist am Start und wir können Yoshi reiten. Und es ist tatsächlich auch absolut notwendig, denn wir können nur mit Yoshi die von uns geforderten Yoshi-Coins einsammeln. Oh boy, jetzt wäre es fast gescheitert. Denn es ist nur mit Yoshi möglich, diese Münzen einzusammeln. Ihr werdet das gleich sehen. Ihr seht es, glaube ich, auch jetzt schon. Wartet mal. Machen wir mal kurz so. Genau. Moment. Genau, die nehmen wir mit. Denn seht ihr die Silhouette da vorne? Ne, diese schwarze Silhouette. Das ist ja in Form einer Yoshi-Münze. Und quasi, sobald die auf Yoshi gehen, erscheint sie. Ne, also diese Yoshi-Münzen sind wirklich nur mit Yoshi machbar. Zack, zack, zack. Und deshalb muss man quasi jetzt einmal mit Yoshi die ganze Welt bereisen, um herauszufinden, ne? Beziehungsweise nicht um herauszufinden, ne? Sondern um hier sozusagen alles zu bekommen. So, und hier wurden jetzt auch diese Rhinos eingeführt. Die glauben, oder hießen die Rhinos? Ich weiß es gar nicht. Die es aber auf jeden Fall in der Art und Weise auch schon in Mario World gab. Und, oh boy. Oh, no. Oh boy. Also diese Welt hat irgendwie einige Referenzen an Mario World. Na, auch das Yoshi-Reiten, natürlich. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was so iconic für Mario World ist, wie das Yoshi-Reiten, ne? Und ja, das ist definitiv verdammt cool. Wir müssen echt nur aufpassen, dass das hier klappt. Und wir dürfen Yoshi auf gar keinen Fall im Wasser versenken. Denn das ist tatsächlich eine Sache, die ich dem Hack bis heute böse ankreide. Wenn man Yoshi im Wasser versenkt, kann man nicht mehr auf ihm reiten. Aber er sinkt dann auf den Grund des Wassers und man kriegt ihn auch nicht mehr hoch. Das heißt, dieser Stern ist nicht mehr machbar, sobald man Yoshi einmal im Wasser versenkt. Und das ist irgendwie echt nicht geil gemacht, muss ich zugeben. Das ist irgendwie echt sehr, sehr unschön gelöst. So, wir sehen schon, wo die blauen Münzen spawnen. Da können wir jetzt gleich mal schauen, ob wir alles schaffen. Jawohl, Freunde, da haben wir doch schon mal die 20 Coins. Und wir müssen aber noch weitermachen. So, da vorne steht so ein widerliches Huhn. Ich hasse sie so sehr. Kann ich auch mit Yoshi die killen? Ja, kann ich. Geil. Ich kann mit Yoshi übrigens nicht die Zunge rausholen. Es gab, glaube ich, einen Hack. Ich weiß gar nicht, ob das Last Impact war. Ich kann mir vorstellen, dass das Last Impact war. Wo man, glaube ich, auf Yoshi reiten konnte und dann sogar seine Zunge sozusagen rausholen konnte, dass er damit sogar Gegnern schadet. Das ist hier nicht möglich. Aber dafür ist der Flattersprung drin. Was ich auch schon eine sehr, sehr nice Sache finde. So, ihr seht auch, der Kollege hier, der hat eine Quest für uns. Aber darum kümmern wir uns erst später. Hier ist der Geldbeutel! Let's go! 300 Münzen können wir schon tragen. Sehr, sehr geil. Aber ich bin jetzt tatsächlich erstmal an den 100 Münzen interessiert. Ansonsten bin ich jetzt noch nicht so, wie soll ich sagen, an all dem interessiert, was hier so los ist. So. Wo könnten jetzt noch Yoshi-Münzen sein? Also ich finde, wir haben eigentlich schon recht viel gesehen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht ins Wasser fallen. So, dann düsen wir mal. Genau, zurück zum Spawn. Dann kann es ja, glaube ich, nur noch diese Insel hier geben. Oder diesen Teil der Welt. Denn den haben wir jetzt noch nicht so krass erkundet.
Oh, aber mir fehlen halt noch 3 Yoshi-Münzen, ne? Das ist eine ordentliche Anzahl. Das ist mehr als die Hälfte. Falls ihr das Mario World nicht kennt, es gibt eigentlich immer 5 Yoshi-Münzen. Also das ist so die typische Anzahl. Aha. Da ist die 3. Sehr schön. Und du hast die nächsten, ne? Aua, du Arsch. Du hast die nächsten 5 Münzen für mich, die ich auf jeden Fall brauche. Und dich nehme ich auch mit. Also 100 Münzen hier in der Welt zusammenzusammeln? Alles andere ist einfach tatsächlich. Aber ich glaube, wir machen unseren Job gar nicht schlecht. Ich glaube, es ist in Ordnung, was wir hier abziehen. Die 13 Münzen kriegen wir jetzt auch noch hin. Einfach schön jeden Gegner mitnehmen. Hier ist nochmal eine 5er-Reihe. Allein über die beiden Yoshi-Münzen, die uns noch fehlen, kriegen wir auch nochmal jeweils 2. Aha, aha, aha. Sehr gut. Und vielleicht sind hier jetzt sogar die letzten. Jawollo! Freunde, da ist es. Wunderbar. Da sind die 100 Münzen. So, und jetzt nehmen wir noch die Yoshi-Münzen mit. Und dann bin ich ein glücklicher Mann. Jawollo. 4 von 5. So, wir dürfen jetzt nicht Yoshi im Abgrund versenken. Ne? Wobei, ich glaube, wenn ich ihn im Abgrund versenke, kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass wir... komme ich da hoch? Ja, ich glaube schon. Dass er dann wieder respawnt. Aber wie gesagt, wenn wir ihn im Wasser versenken, dann ist Feierabend. Dann ist wirklich Schicht im Schacht. Dann ist er einfach für immer weg. Also, ich spiele sogar eine geupdatete Version von diesem Hack. Also, ich spiele sogar die Version... Sehr gut. Die Version 1.1.1. Also, da wurden schon einige Bugfixes und so gemacht. Aber irgendwie an der Yoshi-versinkt-im-Wasser-Mechanik wurde noch nicht gearbeitet. Aber stört uns jetzt auch nicht weiter, weil wir haben die 100 Münzen und wir haben die Yoshi-Münzen. Und damit bin ich glücklich. Und warte mal, wir haben 15 Sterne. Das heißt, wir können uns ein weiteres Level ableisten. Wir sind Level 4. So muss das sein. Wir können wieder mehr Orden tragen. Nee, immer noch nur 3 von 3. Okay. Warte mal, loose coins are attracted to you. Ja, das ist sehr geil, dass Münzen direkt zu uns kommen. Soll ich das nehmen? Ich nehme mal den Feuerschaden raus und mache dafür mal diesen Münzmagneten an. Das klingt irgendwie super spannend. Ja. Aber jetzt haben wir schon 2, 4, 6, 8, 10, ich glaube 13 oder 14 Leben. Top of the Mountain, okay. Das ist schon sehr, sehr, sehr strong. So, ich glaube, wir brauchen jetzt nochmal Yoshi, weil wenn ich das richtig im Kopf habe, dann war der Stern, den wir jetzt machen müssen, direkt hier bei Yoshi um die Ecke. Weil es ging ja um die Spitze des Berges, genau. Und mit Yoshi können wir auch auf Stacheln stehen. Ja, und dementsprechend können wir da jetzt ganz einfach drüber düsen und dann hier nach oben laufen. Und da wartet dann etwas... Warte mal, da muss ich hier so machen. Oh boy, da wartet etwas ganz, ganz Schlimmes auf uns. Da ist schon wieder eine lila Box. Was ist denn mit dieser lila Box immer? Das würde mich echt mal interessieren. Hier sind Schlangenblöcke, Freunde. Es gibt einfach fucking Schlangenblöcke in diesem Spiel. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich verabscheue Schlangenblöcke. Schlangenblöcke und Scrolling und Lakitus sind, glaube ich, die Dinge, die mich einfach nur rasend machen. So, und was geht jetzt hier ab? Genau, hier geht es, glaube ich, nach oben für uns. So sieht's aus. Da müssen wir sehr aufs Feuer aufpassen. Oh mein Gott, der hätte mich fast gehittet. So, aufpassen. Ja, und jetzt einfach springen. Jawollo. Das müsste hoffentlich Top of the Mountain sein. Also wir sind ja jetzt nicht direkt auf einem Berg, aber die Schlangenblöcke sind ja auf dem Berg losgegangen. Ne? Oder? Nee, tatsächlich nicht. Skyward Snake Block heißt das. Oh. Okay. Das war Stern 4. Okay. Auf welchem Berg... Ah, warte mal. Da. Und das sind ja die Zuschauer. Das ist so fucking gruselig, Mann. Okay, ja, dann wollen wir doch mal gucken, Freunde. Ob und wie wir hier hochkommen. Ey, aber wirklich, gebt mal ein Feedback in die Kommentare. Gebt mal wirklich ein Feedback in die Kommentare, wie ihr diesen Hack findet. Also, ich meine, wir sind jetzt in Part 3. Da werden jetzt sowieso wahrscheinlich nur noch die Leute zuschauen, die sich sowieso für Mario 64 Hacks interessieren. Also, meistens ist es so, dass man, also klar, Part 1 gucken die meisten an, das gucken auch viele einfach nur an, um einfach für sich selber so herauszufinden, ist das überhaupt ein Hack für mich, ne, taugt mir das? Und dann, viele schalten dann in Part 2 schon gar nicht mehr ein, ne, weil sie einfach gesagt haben, okay, ich habe mir Part 1 angeguckt, hier ist wieder ein lila Block. Was ist denn das mit diesen lila Blöcken? Und ja, da ist das eigentlich quasi ganz normal. Dann Part 2 gucken auch immer noch viele.
Aber spätestens in Part 3 hat man dann eigentlich fast nur noch die Leute, die einem eigentlich dann auch wirklich durchs ganze Projekt begleiten. Also, schreibt mal, warum ihr hier seid, Freunde. Nein, Spaß, ich weiß, warum ihr hier seid, weil der Heck großartig ist. Ah, ich habe großen Fels bestiegen. Ich war glücklich, aber dann war ich stuck. Oh, du, bring mir bei, runterzuklettern. Runterklettern? Nein. Runterspringen? Ja. Jump und Kick? Ah ja, ich verstehe. Warte mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, der will mir sagen, ich soll hier runterspringen und kicken. Okay, fuck it. Let's try this. Oh, da war eine Box. Hat er das damit gemeint? Warte mal, warum? Was will der von mir? Warum hat er das so gesagt mit, ja, du musst da runterspringen und dann kicken? Das hat mich jetzt verunsichert. Ich dachte, der war jetzt irgendwas am Felshang. Aber irgendwie... Ich habe Angst, dass der uns jetzt halt irgendwie, ich weiß nicht, so eine Art geheimen Tipp für einen Schalterpalast oder so geben wollte. Und ich habe den jetzt nicht kapiert. Das ist jetzt irgendwie die Angst, die ich habe. Aber vielleicht hat das auch wieder mit der lila Box zu tun. Ich habe keine Ahnung. Oh nein. Ups. Na, jetzt nehmen wir erstmal den Stern mit, Freunde. Jetzt nehmen wir erstmal den Stern mit. Und... Ich hoffe einfach, dass die Schalterpaläste vielleicht einfach auf der Oberwelt versteckt sind. Also es gibt auch Spiele. Es gibt Mario 64 ROM-Hacks, da sind die Schalterpaläste auch in Leveln selber versteckt. Aber ich sag mal, der gelbe Schalter... Der war ja jetzt beispielsweise, warte mal, was kommt jetzt eigentlich? Free the Village. Ah, ich glaube, jetzt muss ich zum Dorf. Obviously, ich glaube, muss ich hier lang. Muss ich hier lang? Ich glaube schon, ne? Ich bin mir nicht sicher. Na, und dann muss man halt auch immer in den Level nach den Schalterpalästen suchen, aber maybe. Ach, ich weiß es nicht, Mann. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung. Also irgendwie kann ich mir beides vorstellen. Dass da ein Secret ist oder dass der jetzt halt einfach nur Trash gelabert hat. So, das kann ich mir gut vorstellen. So, warte mal. Hier kann ich, glaube ich, mit Wandsprüngen hoch. So sieht's aus. Sehr gut. So. Und dann hier ist jetzt diese Quest damit gemeint. Ich merke mir den mal. Hello. Willkommen daheim. Oh, der Maulwurfsclan begrüßt dich. Wir haben ein Problem. Hilfst du uns? Dinos sind schlecht, weil sie sind ein Problem. Sie erzeugen Probleme. Hühner auch. Ah, Hühnereier tun weh. Ah, töte die Dinos, töte die Hühnchen. Wir geben dir leuchtenden Stein dafür. Okay, und jetzt haben wir da oben den Counter, Freunde. Es gibt einfach freaking Quests in dem Game. Und wir müssen jetzt quasi 10 Dinos und Hühnchen killen, damit der Kollege happy ist und wir damit den Maulwurfsclan gerettet haben. Da muss ich einfach ein paar entspannte Gegner erledigen. Sehr schön. Da ich auch die Hühner erwischt. Die Hühner sind, glaube ich, mit Abstand die ätzendsten Gegner. Und bevor jetzt irgendwelche Leute von euch schon Paranoia schieben, so nach dem Motto, oh boy, wie sollen wir denn hier alle Hühner und Dinos finden, ne? Keine Sorge. Es sind nicht alle verlangt. Es gibt mehr als 10 Dinos und Hühner. Wir müssen quasi nur einen Großteil davon finden und erledigen. Und das müsste ganz gut gehen. Ihr seht es, die Hälfte haben wir schon. Und wir müssen dann einfach jetzt hier Stück für Stück die Welt absuchen. Jetzt schon wieder Yoshi, aber ich glaube, der ist mir jetzt mittlerweile relativ egal. So, weil wir jetzt hier drüben weitermachen müssen. Jawollo. Und da ist auch schon ein weiterer von diesen Dinos. Verdammt, ich weiß auch, dass die aus Mario World kommen, aber hießen die Crocs? Hießen die Dinos? Könnte halt irgendwie alles sein, ne? Das ist so, das ist... Die Namen sind da teilweise immer sehr generell gehalten. Oder T-Rex kann auch sein. Meine, alles schwierig. So. Da haben wir noch einen. Ich habe unten auch noch einen Huhn gesehen. Genau. Kommst du hoch? Okay, das Huhn fliegt gerade nur im Kreis. Dann düse ich mal hier hin. Aufgepasst. Jetzt schießt er deine Mutter. Schießt er sein Ei. Es ist so angenehm, dass man nicht instant K.O. ist, wenn man runterfällt. Das ist so angenehm. Sehr gut. So, ein Vieh noch, Freunde. Ein Vieh. Was auch immer für eins noch.
Also ein Huhn oder ein Dino. Jetzt gehen wir doch jetzt noch hin. So, schön Münzen wieder einsammeln, dass wir Leben bekommen. Vielleicht gibt es noch mal einen Orden, der irgendwie den Runterfallschaden reduziert. Das wäre krass, weil dann könnte man nämlich auch, ich sag mal, ein paar mehr riskantere Sprünge probieren. Und wäre nicht immer nah am Game Over. So, zack. Das war's. Sehr schön. Und da drüben im Dorf des Maulwurfs-Clans, na, schau dir mal diese Welt an, das sieht so nice aus. Da wartet jetzt unsere Belohnung auf uns. So, ich glaube, genau, müssen wir hier lang. Und da falle ich runter. Ich glaube, 4 Leben kostet runterfallen immer. Ja, runterfallen kostet 4 Leben, aber das können wir uns jetzt schon 3-mal leisten. Also wenn wir volle Leben haben, können wir uns leisten, 3-mal runterzufallen. Und es geht uns dann immer noch gut. Jetzt habe ich aber, hätte ich Fallschaden bekommen, habe ich aber nicht, weil ich den Orden habe. Na, dann wäre das jetzt schon ein bisschen schwieriger. Aber alles gut. Also der Fallschadenorden ist, glaube ich, echt der beste. Weil dann kann man einfach viel unbeschwerter sich einfach so von A nach B bewegen. Und tatsächlich in sehr, sehr vielen Spielen heutzutage gibt es auch gar keinen Fallschaden mehr. Also Galaxy hat das abgeschafft, Odyssey hat das genauso abgeschafft. Nee, stopp. Galaxy hat das nicht abgeschafft. Erst Odyssey hat Fallschaden abgeschafft, oder was? Nee, Galaxy auch schon. Galaxy hat keinen Fallschaden. Nee, Galaxy hat keinen Fallschaden, ich glaube, scheiße. Na, und gerade aus den moderneren Mario Games ist man das halt gar nicht mehr gewohnt, dass man einfach auf die Fresse bekommt, wenn man einfach von zu weit oben irgendwo runterfällt. Und mit dem Orden kann man sich da sehr problemlos von A nach B bewegen. So, die Frage ist, was müssen wir jetzt noch tun? Frantic Rocket Rings, RB. Was auch immer RB ist, Freunde. Das haben wir nicht. Wir haben kein RB. Ja, ne? Passt mal auf, das haben wir vollständig. Das haben wir voll. Jetzt haben wir 4 Welten vollständig. Zumindest soweit wir es aktuell machen können, ne? Ne, 3. Warte mal. 3 Welten nur? Ja, 3 Welten vollständig? Doch, ich glaube schon. Ja, doch. Das passt. Okay, alles gut. Ich war verwirrt. Gut, aber wir haben noch ein bisschen Zeit im heutigen Part. Also ich will zwar eine Welt pro Part machen, aber 17 Minuten ist wirklich ein bisschen zu kurz. Wisst ihr was, Freunde? Wir machen einfach instant Bowser 1. Der ist nämlich hier drin. Und ihr seht es richtig. Die Bowser Stage ist einfach ein Highway. Ein Highway vollgepackt mit LKWs. Das ist so krass. Und Fun Fact. Fun Fact, die Straße gilt als Lava. Und deswegen... Oh, ich kann meine Orden nicht mehr ändern. Wollte ich sagen, aktiviere ich jetzt einen Orden, mit dem ich weniger Lavaschaden bekomme. Aber ich glaube, ich habe den sogar aktiv. Ich glaube, ich habe den Brandschadenorden. Den habe ich, glaube ich, rausgenommen. So, ich passe hier mal auf. Genau, da ist so ein Red Coin. Wir müssen jetzt hier alle Red Coins mitnehmen. Na, wir passen jetzt hier mal ganz, ganz genau auf. So, jetzt muss ich hier rüber. Nicht zu lange darauf stehen bleiben. So, da drüben ist da eine Red Coin, aber die kommt immer wieder. Also der LKW kommt hier immer vorbei. Naja, ich dachte, ich habe Brandschaden rausgenommen. Und Brandschaden ist nicht Lavaschaden. Brandschaden ist, wenn man in eine Flamme reinläuft. Und Lava ist obviously, wenn man runterfällt, wo dann Mario so wahuhu macht, ne? Und dann so nach oben geschleudert wird. Ich glaube, ihr wisst Bescheid. So, da kommt die Red Coin. Sehr schön. Zack. Da haben wir sie doch schon. Sehr gut. Wie gesagt, die Stage kenne ich jetzt auch noch. Oh! Die Stage kenne ich jetzt auch noch aus dem Stream. Hier nach. By the way, Hotheads auch neue Gegner in Mario 64. Wollte ich nur mal so erwähnen, wie viel eigentlich hier neu gemacht wird. Ah, jetzt haben wir gerade den Magnet gesehen. Wir haben easy alle Münzen aus dieser Box bekommen, weil die quasi direkt zu Mario gegangen sind. Boah, warum kann ich jetzt hier keinen Doppelwandsprung machen? Doch, kann ich. Sehr gut. Da ist auch noch eine Red Coin. Ey, mega. Ich versuche mir eigentlich noch einige Münzen hier offen zu lassen. Aha, da ist auch noch eine. Weil, wenn ich irgendwann mal noch einen Schaden bekomme, kann ich einfach zurückgehen und mir Münzen mitnehmen. Ja, aber es ist so gut gemacht. Es ist so gut gemacht, ne? Einfach allein schon die Idee, eine Bowser-Stage, halt nicht irgendwie, ja, was weiß ich, gruseliges Schloss, sondern einfach ein Highway. Einfach ein verdammter Highway. Das ist so gut. Und wahrscheinlich im Himmel, weil es ist ja, glaube ich, das Finale von dieser Show. Ja. Da sind die Zuschauer wieder. Freunde, wir werden überall beobachtet. Alles, was wir tun, ist nur zur Belustigung der Leute. Es ist quasi, wir sind moderne Gladiatoren. Wir werden in den Tod geschickt. Wir werden in den Tod geschickt für die Belustigung der Menge. So, hier müssen wir jetzt auf die Schilder aufpassen. Und dann können wir, glaube ich,
darüber. So sieht's aus. Jetzt will ich aber noch hier hoch tatsächlich. Aber jetzt nehmen wir erstmal die Red Coins hier mit. Ganz wichtig. Und bei dem Geldbeutelgegner können wir jetzt auch mal das Geld einzahlen, ne? Das gönnen wir uns jetzt. So. Und alle unsere 61 gesammelten Münzen können wir jetzt auf unser Konto übertragen. So, komme ich jetzt da noch hoch? Yes. So, da ist ein Run-Up. Und nochmal Münzen. Sehr schön. Ich glaube, ein Run-Up ist auch nochmal Geld wert. Ich bin mir aber nicht sicher. So. Und hier ist Bowser, Freunde. Wir fahren einfach auf einem LKW und stürzen in eine Schlucht. Da merkt man einfach, dass das alles vom Showrunner inszeniert ist. Und wir wurden schon gewarnt, dass Bowser kosmische Kräfte hat. Mario, du Verrückter, warum bist du hier? Oh, wurdest du von diesem Engel auch gefangen genommen? Oh, schnell, gib mir die Powersterne, dann kann ich das schnell wieder hinbiegen. Oh, nein, das ist eigentlich genau das, was ich gebraucht habe. Vielleicht ist das sogar ein Segen in Verkleidung, ne? Haha, ich bin stärker als je zuvor. Dank diesem komischen Stern da, ne? Der mir da gegeben wurde. Oh, ich bin so stark wie noch nie, Mario. Es fühlt sich so an, als ob ich irgendwie meine kompletten Sinne verlieren würde. Aber die Power. Oh, die Power. Oh, das ist die größte Möglichkeit, die ich je hatte, um dich zu vernichten, ein für alle Mal. Es juckt mich nicht, dass ich den Fluch des Mondes nutzen muss, den dieser Engel mir gegeben hat. Aber der Tag meines Triumphes ist endlich da. Ah, okay, ich glaube, dieser Engel, damit meint er den Showmaster. Und der Fluch des Mondes? Na, das werden wir jetzt, glaube ich, gleich sehen. Ich weiß ja nämlich, was wir als Belohnung hier bekommen. Aber hiernach endet dann bald mein Wissen, ne? Also, ich habe ja im Stream schon, wie gesagt, ein bisschen was gespielt, wo ich dann entschieden habe, yo, ich mache hier auf jeden Fall ein Let's Play draus. Dementsprechend weiß ich ja, was ich als Belohnung für diesen Bowser-Kampf bekomme. Aber danach ist dann relativ fix Feierabend. So, und jetzt hüpfen wir hier drauf. Und dadurch aktivieren wir nämlich hier quasi diese Lava, die aus der Röhre kommt, oder das Feuer. Und damit lassen wir sozusagen, warte mal, da muss ich rüber. Damit lassen wir die Lava hier steigen, dass wir Stück für Stück Bowser sozusagen im Lavasee versenken können. Das ist richtig krass inszeniert, ne? Auch wieder ein komplett neuer Kampf natürlich. Also als ob es in diesem Hack so einen Standardkampf gibt, bei dem man Bowser gegen Bomben werfen muss. Schon cringe. Na, natürlich gibt es hier einen selbstprogrammierten Kampf, wo man einen riesigen kosmischen Bowser in Lava versenken muss. Ganz klar, was auch sonst. So, die Frage ist nur... Oh, nein, 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 nicht gut, nicht gut. Die Frage ist nur, wo wir jetzt hin müssen. Ich glaube, ich muss darüber, oder? Nee, warte mal, die Lava steigt immer noch. Ah! Die steigt immer noch. Und dann komme ich hier hoch. Verstanden. Sehr gut. So, ich glaube, hier auch diese Sterne, die da runterfallen. Ich glaube, das ist sogar dieser Fluch des Mondes, von dem der geredet hat. Na, also er hat ja quasi durch die Blume gesagt, der Showmaster hat ihm irgendeinen Fluch gegeben. Na, irgendeinen Foreign Star, irgendeinen fremden Stern, der dafür sorgt, dass Bowser richtig viel Power bekommt, aber dass er dadurch auch seinen Verstand verliert. So, und jetzt fluten wir ihn einfach in einem riesigen Lavasee. Ah, ihr scheiß Beings. Oh, ihr Verräter der Erde. Hear me, Heralds. Hört mich, ihr Zuschauer des verseuchten Mondes. Während ich brenne, so, ihr sollt das wissen. Eure Sünden werden in dieser Welt nicht vergeben. Eure Gier wird ein Armageddon erzeugen. Sein Gewicht wird eine zu große Bürde werden. Die Welt wird verrotten und in Flammen verbrennen. Von nicht erfüllten Ambitionen. Die das Geschenk vom Tempter Mond akzeptieren, also quasi alle die mit dem verfluchten Mond zusammenarbeiten, also mit den Zuschauern der Show, ihr seid auf dem Pfad des wahren Bösen und ich verfluche euch für immer. Das ist so krass, Mann, ne, aber... Oh, da ist der Angel. Das ist heftig. Also Bowser checkt noch nicht so ganz, was hier passiert. Er denkt, dass es alles ein Fluch ist und dass diese Zuschauerbubble der Mond ist. Ich finde das so cool inszeniert, Mann. Und Cut. Ach gut, dann hätten wir das auch geschafft. Richtig gute Arbeit. Aber echt anstrengend, dieser Typ, ne? Dieser Kampf war wirklich episch. Ey, du kriegst echt einen fetten Applaus dafür. Bist du nicht aufgeregt? Du wirst ein Superstar sein. Nicht so ein kleiner wie davor. Das Studio wird dich richtig, richtig groß machen. Und deinen Namen wird man überall kennen. Oh, ich sag dir was. Bleib im Schloss, bis der Film fertig gedreht ist.
Ach, du wirst die Premiere auf keinen Fall verpassen. Und, diese Welten könnten uns echt noch ein bisschen, sag ich mal, mehr Einkommen bringen, ne? Aber ich bin jetzt auch gerade wieder zu schnell. Da du uns vermutlich ein Tonnen an Geld produzierst, bist du natürlich auch eingeladen, unsere virtuelle Welt, das Virtualplex, zu besuchen. Da gibt es super viel spaßige Dinge, die du machen kannst. Alles ist erlaubt, außer natürlich das Office vom Executive zu besuchen. Na, das ist strengsten verboten. Oh, dieser Bowser, ne? Oh, irgendwie hat es mich gewundert, dass er es geschafft hat, so lange dem kosmischen Samen zu entkommen. Oh, naja, er ist weg. Dankeschön, Meister. Der Italiener, der Mythos. Da frage ich mich, warum siehst du eigentlich so somber? Why you look so somber? Achso, warum siehst du so erschöpft aus, obwohl du das schon tausendmal gemacht hast? Ah ja, habe ich schon fast vergessen. Hier ist der Schlossstern, da du dir ja eigentlich so gerne einsammelst, ne? Stell dir einfach vor, das ist dein Lohn. Naja, egal. Wir sehen uns im Virtualplex. Oh yeah, Friends. Let's go! Da kriegen wir doch direkt noch unseren ersten Stern. Wunderbar. Let's flippin' go. So, beim nächsten Mal, Freunde, werden wir dann voraussichtlich diese Welt hier spielen. Ne? Das Geisterschiff. Wir haben uns ja schon freigeschaltet. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und bis dahin, würde ich sagen, bleibt gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da. Euer Hübi.